Heinrich Böll Stiftung Hessen, Alter. Allein diese Drohung, die da drin steckt. Und ich weiß ja auch noch, was jetzt kommt. Oh mein Gott. Genau, jetzt ist es nochmal richtig schön. Oh, Leute, jetzt könnt ihr euch gefasst machen drauf. Das wird nächste Woche sicherlich auch als Ausschnitt bzw. als kürzeres Video veröffentlicht werden. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, wir hören jetzt gleich ein Video von der Heinrich-Böll-Stiftung und da spricht gleich eine ganz besondere Dame. Humboldt-Universität in Berlin zum Thema Privatheit als politische Idee. Sie schreibt außerdem als freie Autorin für verschiedene Medien und für ihren Blog Leben in der Metamoderne. Oh, so deep. Wenn ich nur so deep wäre. Leben in der Metamoderne? Politik, Internetgesellschaft und Feminismus. Ein Think Na, Piece wen to geht's? end all other. Wer könnte das sein? Ein Think Piece to end all other Think Pieces. Es ist auf jeden Fall jemand aus der Aufschrei-Clique, richtig? Hey, wenn das so eine Moderne Ja, ist, kann schon warum braucht sein. man da noch Feminismus? Ist der Punkt von Feminismus nicht, dass Feminismus ein Ende hat? Ja, aber die Metamoderne. Die Metamoderne. Auch in der Lyrik. Von 2009 bis 2014 war sie Mitglied der Piratenpartei. Oh, Oh ja, oh, jetzt bitte weiß nicht es mehr aber schreiben. jeder, oder? Come on, Julia. Ist mit, also eigentlich eines der prominentesten Mitglieder, auch immer teilweise im Bundesvorstand der Piratenpartei gewesen und sehr prominent ausgetreten, wie viele andere prominente Vertreterinnen. Prominent ist ein Wort, was ich dazu sagen würde, Und Vertreter der Piratenpartei auch. Herzlich willkommen, Julia Schramm. Hey. Jetzt. Bravo. Das ist eine echte Person, das ist nicht einfach, das ist Guck mal, der Bauch hier vorne, wie geil. existiert. Das Chat, ist applaudiert mal. die pure, pure Karikatur Clap. schon wieder, ey. Hier ist einer blauhaarig. Ja. Ist das André Teilzeit? Kann sein, weiß ich nicht, kommt er aus Hessen? Nein, ich glaube nicht. Bitte nicht. So, wie am besten gibst du ihn. Okay, ich gebe ein Zeichen, wenn ich soweit bin. Hat er gerade was gemansplained? Ich glaube schon. Das klang so, ne? Ja. Und dann geht es direkt los, ne? Alles klar. Ja, erstmal Seid warnen. ihr bereit? Erstmal warnen, genau. Okay, ja. Hallo, ich bin Julia und Zeitgeist statt Politik. Wie die Piratenpartei dem Zeitgeist zum Opfer fiel. Bullshit. Und warum Angela Merkel die ideelle Piratin ist. Dreifach Bullshit. Geil. Lesen die nicht selbst den Text, den sie da schreiben? Haben sie einfach Ja, doch, Affen, die doch. auf so Maschinen rumtippen? Hey, Sie wird wir uns auch. gleich erklären, Wollte ich gerade sagen. der nicht erklärbar ist. Die Frage. Bisschen sprechen, wie die Piraten auch gescheitert sind. Und eine meiner Thesen ist Zeitgeist statt Politik, wie die Einer meiner Thesen ist an so Leuten wie dir. Piratenpartei dem Zeitgeist zum Opfer fiel und warum Angela Merkel die ideelle Piratin Wirklich? ist. Es ist Da fehlt ein etwas Stern. provokant, aber das, Da fehlt ein Stern. Pirat, Stern, in. Ja. das soll es ja auch sein, das ist ja das Schöne. Dafür muss man erstmal überlegen, was Zeitgeist ist. Ich habe hier natürlich einen alten weißen Mann rausgesucht, Goethe. Kurz gefasst sagt er zu einer Gruppe. Gut, dass sie es nochmal gesagt hat, ne? Der alte weiße Mann da, der alte weiße, der hat Ja. Vor Ja, allem, Goethe, Kinse, Kinse, schon mal gehört, ich Goethe? zeige das Zitat und fasse das jetzt gleich, aber in meinen vulgären Worten so zusammen, wie ich das verstehe. Membe Kann ja auch keiner Goethe, lesen, ein Membe. wahrscheinlich. Bemächtigt sich im Prinzip der Mehrheit oder bemächtigt sich dem, was die sozialen Codes, Normen, Standards und Attitüden sind. Ich glaube Und nicht, wenn man dass Goethe die Worte Codes, Standards, Attitüden und soziale Normen in den Mund genommen hat. Attitüden Vor vielleicht. allen Dingen, es geht um die Piratenpartei. Wir haben gerade gehört, im Zeitgeist, da ermächtigt man sich der Mehrheit. Denn eines Ja, Mann, Ermächtigung. Genau, so wie die Piratenpartei sich ja auch der Mehrheit ermächtigt. Wenn ich jetzt angucke, was heißt das in einer repräsentativen Demokratie? Heißt das natürlich, dass die Mehrheitsgesellschaft Mehrheitsgesellschaft hat Übergewicht, ist das nicht ist das nicht ableistisch oder Bodyshaming nee, das, nein, 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 das ist cultural appropriation of fat culture.
Ist Ihre Mehrheitsgesellschaft Beachbody ready? Also ich finde das unmöglich, dass hier die Julia Schramm die Mehrheitsgesellschaft bodyshamed, ja, also wirklich. Ja, der hat Übergewicht. Meine Güte, ja. Könnt ihr auch mal wieder hier Mehrheitsgesellschaft, ne? Könntest du auch mal wieder ein bisschen abnehmen. Wir können da das Buch von Erzähl mir nichts empfehlen. Das soll helfen. Genau. Auch. Jetzt würde ich mich einfach auf die Bühne rennen und einfach sagen, stopp, nein, jetzt rede ich. Das ist Cancer. Das ist Stop. Pepe! Das Übergewicht und die Herrschaft inne hat. Das heißt, die Politiker und Politikerinnen müssen sich in jeglicher Form immer damit irgendwie abgleichen, was diese Mehrheitsgesellschaft, die sich in den Feuilletons dieser Republik, aber auch an den Stammtischen. Das war auch eine die Feuilletons, ja, da war auch die Piratenpartei. Meine Güte, hat sich denen ermächtigt. Die waren ja alle voll geil. Zeigt. Aber so Piratenstammtische haben die hier in der Stadt auch gemacht, also da hat sie recht. Ja, Stammtische gab es schon. Leute, mich stört es wirklich sehr, dass der bei dem Encoding keine Umlaute verwenden. Das nervt mich wirklich sehr. Da steht einfach zu starr Ende. Tja. Zu starr Ende. Ja, das ist der Zeitgeist heutzutage. Ja. Auch wie sie jetzt gleich so lakonisch feststellen wird, dass wir in der Postdemokratie leben. Ja, das ist halt so. Jetzt frisst's. Verwaltung statt Gestaltung, das traf auch auf jeden Fall auf die Piratenpartei zu. Postideologie traf auch auf jeden Fall auf die Piratenpartei zu. Ideologie ist immer falsch. Pragmatismus als Dogma war auch unbedingt. Und vor allen Dingen merkt man auch wieder, was die halt eben wurmt. Ne? So von wegen Gestaltung, also alles umgestalten, Ideologie, ja, komplett ideologisch alles, Pragmatismus braucht man nicht, die Weltraumfahrstuhl jetzt, nicht links, nicht rechts, doch links, links, immer links, Extremismus ist doof, wir müssen links, und das wird man doch wohl nochmal sagen dürfen, das ist ganz furchtbar, weil Meinungsfreiheit, oh mein Gott, so ein Zeitgeist-Ding, ne? Das wird wieder, Meinungsfreiheit, it's over. So, das ja, Meinungsfreiheit will ja auch nur die Mehrheitsgesellschaft und die hat eh Übergewicht. Meinungsfreiheit don't have to be your audience anymore. Meinungsfreiheit is dead. Na, schauen wir mal, was sie dazu sagt. Warte, was dazu einfällt, in der Soziologie gibt es halt den Begriff von Critical Theory und das basiert halt darauf. Und es geht darum, dass man wirklich Gesellschaften immer hinterfragt und sämtliche Normen versucht zu verwerfen. Das heißt, es ist eigentlich schon vielleicht so ein Vorteil, wenn die so ehrlich sind, dann lernt man zumindest so, wie die wirklich drauf sind. Naja, was sollen die auch anderes sein? Das ist halt deren ideologische Brille. Sollen die sich jetzt da hinstellen und sagen, jemand ist der Meinung, das? Nee, das ist schon die Haltung, die wunderbare, ne, die da immer mitschwingen muss. Republik aber auch an den Stammtischen zeigt. Der deutsche Zeitgeist, die deutschen Zustände zeigen sich. Ja, jetzt erklärst du uns die deutschen Zustände. Der deutsche Zeitgeist, warte bis sie marginalisiert sagt. Warte mal. Postdemokratisch, Verwaltung statt Gestaltung, Postideologie, Ideologie ist immer falsch, wir sind darüber hinweg, wir brauchen keine Ideologie. Pragmatismus als Dogma, Sachlichkeit als Dogma, natürlich dieses wunderbare nicht links, nicht rechts und Extremismus ist sowieso immer doof. Und natürlich dieser fingierte Tabubruch, um im Endeffekt den Zeitgeist nochmal zu wiederholen, nämlich man wird ja wohl noch sagen dürfen. Und bei den Piraten hat sich das sind so ein bisschen die Kernthemen oder das, was bei den Piraten hängen geblieben ist, was man glaubt, wofür die Piraten stehen, hat sich das eigentlich genau durchgesetzt. Also genau das, was der Deutsche zeigt. Ja, Themen statt Köpfe, das war so ein Ding, was so Leute wie die Schramm nicht mochten, weil die natürlich total von sich selber da eingenommen waren oder jeder Lauer und sowas, die wollten natürlich dann da immer nach vorne und so, ihre Fresse in die Kameras halten und so ein Zeug. Und ja, Ideologie ist immer falsch, haben wir ja gerade schon drüber geredet. Wie behindert! Wir sind nicht links, nicht rechts, sondern vorne. Ah, the cringe. Bürgerbeteiligung. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, sondern vorne. Transparenz, Themen statt Köpfe und so weiter. Und wo wir da. Ja, jetzt kommt das Geilste. Ne? Das ist die Piratenpartei für euch. Das ist die Piratenpartei. Dieses Bild beschreibt die Piratenpartei. Das kommt mir, das Volk kommt mir irgendwie bekannt vor. Da gibt es doch diese moderne Bewegung, die nicht so einwanderungsfreundlich ist, die diesen Slogan auch benutzt. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Das liegt mir auf der Zunge. Irgendwas mit Kacknerd. Sind das Kacknerd, hier Kinderhaare etwa? Dann. Das ist doch Penny.
Da ist ein Kind dabei. Ich fände jetzt nicht ein. Da ist ein Kind dabei. Zwei Kinder sehe ich auf dem Bild. Zwei. Landen sehen wir in den heutigen Tagen, wenn wir uns darauf beschränken, landen wir bei Wir sind das Volk, Nein zum Heim. Völliger Bullshit. Die Piratenpartei ist immer noch, die lernen es auch einfach nicht. Das habe ich jetzt wieder gesehen in der Berichterstattung über deren Aufstellungsversammlung für Schleswig-Holstein-Wahl. Es ist wieder nur, ja, wir wollen die Alternative für Deutschland machen. Kein Populismus, bla bla bla. Alternative für Deutschland ist das Allerschlimmste. Und wir werden das jetzt irgendwie den Leuten hier anbieten und so weiter und so fort. Wieder nie nichts gereilt, nur wieder, ich glaube, bei der 5. Landtagswahl mittlerweile antreten mit Alternative für Deutschland ist schlimm. So wird uns. Es hat bisher nichts gebracht und es wird auch in Zukunft nichts bringen. Und mit Recht. Und es ist aber auch meilenweit entfernt von diesem hier und das ist auch nicht die Piratenpartei, du hohle Nuss. Mit den Flüchtlingen und besorgte Anwohner gehen mit Neonazis auf die Straße. Da kommt. Ja, auch da nochmal eine Erinnerung. Wir reden gerade von der Piratenpartei. Ja, das ist ja die Mischung aus Piraten. Piratenpartei und Zeitgeist, die sie da beschwört. Also das ist ja, für sie ist ja die Piratenpartei der Ausdruck des deutschen Spießers, so ungefähr. Interessanterweise. Weil sie da ein Problem hatte, weil sie da eingestoßen ist. Da kann man sehen, der Zeitgeist ist auch da, Nein zum Heilen, wir sind das Volk, wir. Das kann man da sehen, ja. Mhm. Die haben wahrscheinlich auf der anderen Seite von dem Plakat ist wahrscheinlich auch dieses Goethe-Zitat drauf mit, das sind wir, der Zeitgeist. Wir haben zu bestimmen, wir sind Deutsche, wir sind keine Nazis, wir sind Anwohner, wir sind besorgt und so weiter. Wie kann man dem jetzt begegnen? Man könnte dem ja mit Politik begegnen. Alles Worte, die in der Piratenpartei noch nie jemand irgendwie gesagt hat. Ich sag nur, der hier Bruno Kramm aus Berlin, der da auch diese eigentlich links von allen anderen war, mit sämtlichen, ja, hier Ausländer aus Nicht-EU-Ländern, Wahlrecht, ja, ja, klar, kein Problem, kein Problem. Und hier mit dem Kopftuch ins Klassenzimmer, ja, ja, natürlich, natürlich, warum nicht? Dafür muss man sich aber erstmal fragen, was ist Politik? Da gibt es, also da gehe ich jetzt auch sehr politikwissenschaftlich dran, da gibt es verschiedene Definitionen. Ich habe jetzt mal vier rausgesucht. Ja, ich weiß, die sind alle nicht so schön, das ist auch alles nicht so toll, aber Max Weber. Warum nimmt sie die dann rein? Wenn ja, weil sie jemanden braucht, mit dem sie Schattenboxen kann, ist doch klar. Das ist jetzt vor allen Dingen auch politikwissenschaftlich. Ja, also eben. Du wirst es einfach nicht verstehen. Das muss sie jetzt tun, um diesen wichtigen Diskurs erstmal richtig zu führen. Ja. Politik ist Kampf um Macht. Leo Strauss, Frage nach dem guten Leben. Karl Schmidt, Einteilung Freund und Feind. Und Hannah Arendt habe ich noch mit reingenommen, wobei das die meisten nicht machen, aber ich mache es einfach mal. Zusammenkommen, um zu handeln. Was heißt das konkret? Was hätte die Piratenpartei jetzt machen können, beziehungsweise was hat sie konkret gemacht? Wir fangen an mit Max Weber. Kampf um Macht, institutionelle Macht haben sie versucht. Sie haben versucht, um Macht zu ringen im Parlament. Die Piraten wurden mit Venenfahnen ins Berliner Parlament gewählt. Ihre Freunde, die Leute, die sie gut findet, wurden mit Venenfahnen ins Berliner Parlament gewählt. Allerdings war es dann irgendwie nicht so toll mit dem Berliner Weg. Und genau, die Leute haben alle angeschissen und ihre progressive Plattform aufgemacht und allen Leuten gesagt, was für Sexisten, Rassisten und sonst was sie sind. Niemand wollte mehr den Berliner Weg gehen und der wurde abgelehnt und jetzt sind auch fast alle Berliner ausgetreten. Genau, weil sie Gegenwind gekriegt haben und damit nicht klarkommen. Es gab keine realistische Zielgruppenanalyse, das heißt, dieses linke, urbane, undogmatische Ding wurde nicht gemacht und am Ende waren sie froh, dass alles wieder klein ist. Frage nach dem guten Leben, gut, das ist natürlich immer die Frage auch, für wen? Und eigentlich sollte es das heißen, für alle. Leider haben sich die Piraten mehr damit beschäftigt, sich für den kostenlosen Download von Pornografie einzusetzen, als für die Rechte von Geflüchteten. Ja, jetzt das mal ehrlich, ich sage ich, Julia, hier kostenloser Download von Pornografie ist wichtig. Ja, und davon Frauen und Männer sämtlichen Geschlechts und Orientierung repräsentiert. Was und willst du denn überhaupt? Dass das ausgerechnet in einem Satz ist, ne? Weil diese Leute haben sich nicht engagiert für den kostspieligen Download von Geflüchteten. Sag mal, das Internet ist für Pornos. Nee, aber gutes Leben für wen? Für alle? Nein, nicht für alle. Ich will, dass Kommunisten, Nationalsozialisten und Pädophile kein gutes Leben haben, weil
Vorstellung haben. Das ist halt so. Aber das sind marginalisierte Gruppen. Kämpft doch mal für die, auch wenn es unbequem ist. Ich muss jetzt aber auch nochmal nachfragen über den Sinn dieses Vortrags. Ist das nicht alles total anstrengend? Ja, erkläre ich dir jetzt. Nein, ich meine wirklich, weil ohne Witz, ich hab irgendwie den Anfang verpasst, ja, und muss jetzt wirklich fragen, ist das irgendwie so eine revisionistische Abrechnung mit der Piratenpartei oder? Ja. Okay. Der dritte Punkt. Wir reden jetzt halt um alles, was Sie und Ihre Clique darin genervt hat in der Piratenpartei, und da stellt denen halt eben ja irgendwelche rechten Status quo. Der Piratenpartei, recht. Ja. Der Piratenpartei. Ja. Ach, oh Gott, ey, sag mal, was schnupft die sich eigentlich immer, bevor die sich da auf die Bühne wagt? Ja, ich meine, sie hat ein bisschen gelallt oder so, ja, aber Mann, da muss ja einiges an Chemie auch in dem Schädel drin stecken, damit die so einen Mist labert. Der Lallhöhepunkt steht uns genau jetzt bevor. Der Fax fragt da so schön im Chat, Pornografie kostet was? Kostenloser Download. Gruppen war eher irrelevant. Zurück. Es gab keine realistische Zielgruppenanalyse, das heißt, dieses linke, urbane, undogmatische Ding wurde nicht gemacht und am Ende waren sie froh, dass alles wieder klein ist. Frage nach dem guten Leben, gut, das ist natürlich immer die Frage auch, für wen? Und eigentlich sollte es das heißen, für alle. Leider haben sich die Piraten mehr damit beschäftigt, sich für den kostenlosen Download von Pornografie einzusetzen, als für die Rechte von Geflüchteten. Das heißt, der Kampf für marginalisierte Gruppen war eher irrelevant. Aber die Leute, die Pornos schauen, ist doch eine größere Gruppe als Außerdem können Leute über Pornografie zusammenkommen. Haha, versteht ihr zusammenkommen? LOL, Alter! Hetzmedien. Möglichkeit Nummer 3, Einteilung in Freund und Feind. Karl Schmidt, bin ich jetzt nicht auch der größte Freund von, aber er konnte ganz gut schreiben. Ganz gut. Wir sind ganz gut konnte der schreiben. Also wie der Goethe, ist ein alter weißer Mann, aber ging schon. Ja. Für Julia war es okay. Ja, vor allem Einteilung in Freund und Feind, das ist auf jeden Fall das Playbook, nach dem ihr arbeitet. Ja. Wer sind die und wer sind die Feinde? Freunde und wer sind die Feinde? Das haben die Linke wurden weitestgehend als Feinde deklariert. Das sehe ich jetzt erst in dem Ding. Ich habe das ja vorhin schon mal geguckt. Vollkommener Bullshit. Also diese ganzen Sachen von wegen, man muss auf jeder Demo mitmachen, die auch nur irgendwie was zu tun hat mit Hartz IV und irgendwie so ein Zeug und man muss bei Attac mitgehen und man muss bei allem mitgehen. Das ist immer noch genau das gleiche in der Piratenpartei, auch dieses bedingungslose Grundeinkommen ist immer noch nach wie vor in der Piratenpartei drin, das wurde da noch nicht rausgestrichen und so, da gibt es immer noch genug Leute. Jetzt gerade bei dem letzten Parteitag standen da wieder Leute mit T-Shirt, mit kein Mensch ist illegal drauf und bunt gefärbten Haaren und so ein Kram. Also vollkommener Bullshit. Warte nicht, ich kriege das klar zu dir. Das ist einfach nur, sie beschreibt sich, also Feminismus, Antirassismus, Engagement gegen Antisemitismus, beschreibt sich und ihre Freunde und zeigt dann, wie sie zum bösen Feindbild geworden ist. Ja. Das ist Legendenbildung und Snacks. Aber stellt sie da nicht gleich selbst diese Relation dar von wir gegen die? Ja, das hört sich ein bisschen so an wie Bush in 2003. Hm. Ja. Also entweder seid ihr mit uns oder gegen uns. Ja, genau. Also, we have to ask ourselves, is our children learning? Ja, aber da gibt es keinen Mittelgrund. Also die denken dann halt, dass alle, die wo nicht mit denen sind, die kann man da gar nicht mit diskutieren. Also, das ist auch ein Klassifikationsproblem, ziemlich typisch, denn wenn man gegen Feminismus und Antirassismus ist und Engagement gegen Antisemitismus und andere Formen der Diskriminierung, das ist eine Auslegung von Information. Und was ich mit Klassifikationsproblem meine, ist, dass Leute sagen können, dass sie egalitär sind, das heißt, dass sie nicht auf Feminismus oder so Antirassismusbewegungen präzise aufbauen, sondern auf generell, dass man halt
halt Feminismus nicht braucht, weil es den Egalitarismus gibt, sowas. Ja. Dann werden die Leute auch mit reingeworfen. So, ich glaube nicht, dass Leute dann wirklich sagen, so nein, Frauen brauchen keine Rechte und Rassismus finde ich klasse, ist echt Knorke. Ja, aber Zeitgeist. Du weißt doch, da war du weißt doch wie das läuft. Weißt. Zeitgeist. Ja, außerdem, du weißt doch, wie das läuft. Wenn du da in irgendeiner Form moderat bist, dann wirst du einfach von den Leuten, mit denen du dich gerade unterhältst, positioniert. Also bleibt ja am Ende gar nichts übrig, als da auf diese Art zu argumentieren. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Man muss es normalerweise klar definieren und sagen, das sind meine Freunde, das sind meine Feinde, die bekämpfe ich, mit denen arbeite ich zusammen. Aber stattdessen wurde dann mit der Bild-Zeitung und anderen Hetzmedien gegen linke Aktivistinnen, gegen linke Piraten, gegen feministische gekämpft. Oh nein. Komm, liebe Julia Schramm, du bist so irgendwo eigentlich eine Person, die der Linken einen Durchstoß ins Herz rammt. Menschen wie du machen Linke unwählbar. Danke, liebe Schramm. Ende der Durchsage. Das ist keine Ahnung. Ja, allein diese Sicht, das sind meine Feinde, die muss ich bekämpfen. Das ist in der Demokratie nicht so. In der Demokratie heißt es, die haben eine andere Meinung als ich, mit denen muss ich einen Kompromiss aushandeln. So einfach ist das. Warte mal. Zusammenkommen wurde von einigen im Netz definiert. Definieren schreibt man mit einem F, du Lackaffe. Naja, ouch. Scheinbar. Aua. Scheinbar sind zu dem, was du eben gerade gesagt hast mit der Demokratie und die Leute müssen zusammenkommen und so und sich da überlegen, das scheint ja dann darauf hinzudeuten, dass die Demokratie gar kein politisches System ist. Das ist ja, weil wir haben ja gerade gelernt, ne, in dem politischen System, da muss man ja wissen, wer seine Feinde sind und so. Keine inklusiven Parteitage, Leute. haben die nicht alle Parteitage gestreamt? Zu ihrer, ja, auf jeden inklusiver Fall. Sein. Zu deren Verteidigung muss man auch nochmal sagen, diesen Text kann man ja überhaupt nicht lesen, da mit dieser beschissenen Schrift, die sie sich da ausgesucht hat. Das ist einfach so YouTuber-Schrift einfach. Vor allem, als sie da gesagt hat, dass Piraten dann gegen Feminismus vorgegangen sind und das als Kritikpunkt an den Piraten gesehen hat, ich würde mich da eher fragen, ja, was ist denn am Feminismus so falsch, dass da Leute gegen aussprechen, aber das bin nur ich. Ja, das haben die nicht getan. Die haben einfach gesagt, sie wurden rausgepickt als Feinde und so von den bösen Männern, die sich da, ihr kennt doch die ganze Sülze von wegen, Privilegien und die finden sich rot und so. Ich finde das übrigens echt, ich muss das nochmal betonen, ich finde das echt unmöglich von Julia Schramm, dass die hier das Geschlecht von Goethe so assumed, ne? Einfach so sagt, hier, der war ein Typ. Das weiß die gar nicht, vielleicht war der eine Frau. Möglichkeit Nummer 4, zusammenkommen, um zu handeln, wäre ja eigentlich die super Möglichkeit gewesen für die Piraten, mit dem letztes Mal zu tun. Das heißt, in Form von ständiger Mitgliederversammlung eine digitale Agora zu schaffen, wo dann eine Polis entstehen kann. Hatten die Piraten aber irgendwie nicht so im Sinn. Stattdessen haben wir jetzt Briefwahl, Urnenwahl und keine Ahnung. Warum? Da ist das Wasserzeichen noch drauf, du Trottel. Troll me. Wie geil ist das denn? What can I say? Alles nicht passiert. Die Piraten haben sich dagegen entschieden und haben keine ständige Mitgliederversammlung gemacht und auch das Internet nicht genutzt. Ja, das war auch so ein Ding, wie das damals gelaufen ist. Es gab so ein paar Leute, die haben sich hingestellt und haben gesagt, wir brauchen dieses Abstimmungstool. Und da gab es dann halt diese zwei Lager von Leuten, die gesagt haben, das muss anonym sein und Leuten, die gesagt haben, das muss öffentlich, also quasi unter Klarnamen sein. Und da fiel dann immer wieder das Wort von, wie war das, Gesinnungsdatenbank. Also, dass du dann quasi, wenn du die Verknüpfung hast, von was die Leute, wie die Leute abstimmen und wie die Leute heißen, dass du dann natürlich nachvollziehen kannst, ja, welche Ansichten die halt haben. Und wenn dann halt so Sachen da kommen, wie Feminismus und so ein Kram, wie wir schon gerade gelernt haben, mit Callouts und so, dann hättest du also schön nach jeder Abstimmung irgendwie die Leute anschreiben können und sagen können, so, ja, hier, du bist ein Feind der Freiheit der Frauen oder was der Teufel nicht wie was. Oder wenn sie dann da wieder, so wie das ja irgendwie bei der Piratenpartei bei jedem zweiten Parteitag war, irgendwelche Papiere über Bekenntnisse zu Israel und gegen Antisemitismus oder sowas da vorgebracht wurden von irgendwelchen Leuten. Und oder halt diese Flüchtlingssachen, wo das halt auch ziemlich aggressiv immer war, wo dann die Leute auch zu Recht gesagt haben, wir möchten das gerne geheim abstimmen.
ne? Damit halt eben nicht irgendwie jeder sehen kann, so wer die Karte hochhebt und wer nicht. So nach dem Motto, ja hier, du bist gegen Flüchtlinge, du Arsch oder Nazi oder was der Geier nicht was. Und das war die großen Probleme bei diesen Mitbestimmungstools, dass du es halt nicht garantieren kannst, dass da nicht rauskommt, wer halt was abgestimmt hat. Ja, du, hör mal, hör auf, dich mit einem Problem differenziert auseinanderzusetzen. Ich rede jetzt auch nicht mit ihr, ich rede halt mit euch. Ne? Ich sage halt einfach nur, was halt die Backstory des Ganzen war, was sie jetzt so hindreht, so nach dem Motto, die wollten das alle einfach nicht haben. Ja, ich bin auch enttäuscht, dass da kein Pippe ist. Ja. Aber weißt du, ich freue mich schon für die Zukunft, denn es wird bestimmt Parteien geben, die zerfallen, weil ihre Maymays nicht zu dank sind. Ja. Das Maymay ist nicht dank genug. Was soll man dazu noch weiter sagen, außer dass man im Endeffekt feststellen muss, dass du eine Klatsche hast. Zeitgeist 1, Politik 0. Bullshit. Max, so, dass sie ihre Zuhörer wie Kinder behandelt, ja, weil sie sich selbst wahrscheinlich wie ein Kind fühlt. Ja, ist gar nicht Politik. Falls ihr das bis jetzt nicht begriffen habt, ich habe übrigens gewonnen. Ja, ist das ein Fußballspiel, wo sie nur spielt oder was? Also, ja, ich sage 1-0 zu Zeitgeist, weil ich der Schiedsi bin. So. Ja, hör mal, es gibt Frauenquote und dann gibt es die Julia Schramm-Quote. Die ist nur für Julia Schramm. Also, die Piraten haben sich. Die Möglichkeiten, die sie gehabt hätten, gegen den Zeitgeist zu sehen, haben sie sich verwehrt, sie haben es nicht versucht, sie haben sich verstritten über die verschiedenen Möglichkeiten, auch Politik zu machen und haben sich stattdessen nur darauf konzentriert. Auf keinen Fall passiert, weil die Linke ist ja dafür bekannt, total harmonisch zu funktionieren und nie Flügeldiskussionen zu führen. Ach was, da wird auch nie einer rausgeschmissen, ne? Da kriegen auch nicht Leute Torten ins Gesicht, wenn sie nicht die Parteilinie vertreten. Es ist das Patriarchat. Was halt auch dem Zeitgeist entspricht. Das heißt, Bürgerbeteiligung, Transparenz, Mitsprache, Pragmatismus, Rechtsstaat, Deutschland, Meinungsfreiheit. Sachlichkeit. Rechtsstaat und Deutschland verteidigen. Und hier sieht man, warum man kein Mess nimmt. Sowas kommt dabei raus. Man redet Bürgerbeteiligung und mehr als Wille. Ich habe jetzt schon Hunger auf Burger, Alter. Also all die Sachen, die wir im Endeffekt auch mittlerweile, tatsächlich Meinungsfreiheit haben wir am Samstag auch bei den Nazis auf der Demo gesehen. Ja, da haben wir es. Das ist Meinungsfreiheit, das ist Nazi-Kram. Sehr gut. What are you doing? Nazi-Kram. Ja, Meinungsfreiheit, ihr meint wohl, das wäre gut, oder? Ihr meint wohl, Meinungsfreiheit wäre was Gutes, wa? Habt ihr gesehen auf der Demo, das war schön, die Meinungsfreiheit, oder? Nationalistischer Kackscheiße. Ja, also Meinungsfreiheit braucht man doch nur, um den Holocaust zu leugnen. Jetzt sagen wir doch mal ehrlich. Ist das Meinungsfreiheit oder kann das weg? Ja, schon zu, ne. Aber eigentlich haben wir an der Stelle schon jemanden, der genau das wunderbar vertritt und der das wunderbar auch rüberbringt und den auch sehr viele Menschen in Deutschland lieben. Und das ist die Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin. Satzstruktur, komm schon, Julia. Komm, Julia, das schaffst du. Ja, es geht aber. Aber naja, auf jeden Fall, also klar, diese ganzen Worte, Transparenz, Bürgerbeteiligung und so, die hat man sich einfach geklaut. Das habe ich ja damals auch live miterlebt. Die Piratenpartei hat diese Sachen eingebracht in die politische Diskussion in Deutschland und die anderen Parteien haben die einfach genommen und halt auch gesagt. Das ist ja klar, das kann man ja auch einfach so machen. Ist den Grünen ja auch nicht anders gegangen in ihrer Entwicklung. Denen ist ja auch ziemlich vieles abhanden gekommen, was dann auf einmal bei der SPD oder sogar bei der CDU gelandet ist. Ja, und vor allen Dingen auch bei diesen Sachen. Ja, ich könnte euch jetzt noch einen Vortrag halten über Transparenzgesetze und Informationsfreiheitsgesetze und was da der Unterschied ist und wer da irgendwie was mal wann wie irgendwie gefordert hat. Aber das sind halt auch so Sachen, die dann irgendwie gemacht worden sind, natürlich auch mit der das im Hinterkopf habend, dass wenn man selber diese Dinge nicht berücksichtigt und es Leute gibt, die halt bereit sind, eine Partei deswegen zu wählen, dann sind die halt weg, die Wähler.
Und das ist ja genau der Grund, warum auch in England die Konservativen dieses Brexit-Referendum gemacht haben. Weil die genau wussten, die Leute wollen dieses Referendum haben, auch wenn sie es selber nicht haben wollen. Und wenn die ihnen das nicht geben, dann wählen die eine Partei, die ihnen das gibt. Also das haben sie das einfach gegeben. Ne? Und das ist vollkommen normal in der Politik, es ist gang und gäbe. Wenn ich da irgendwo gerade als Volkspartei, wenn ich da merke, mir wird irgendwo das Wasser abgegraben, dann muss ich halt eben diese Sache auch bespielen. Und wenn es nur mit, wie in dem Fall von Frau Merkel, halt irgendwelchen Worten sind, ne, so das Einfachste, was man überhaupt machen kann. Ich halte eine Rede und sage so, ich bin dafür. Und nicht irgendwie, ja, Frau Merkel ist die Piratin, weil sie hat diese Worte benutzt. Schachmatt-Atheisten. Art von ihr, ich bin für Bürgerbeteiligung und Transparenz. Das Ganze geht aber noch. Ich glaube Nazis, ich glaube Hitler wäre auch für Bürgerbeteiligung und Transparenz. Ist der auch der perfekte? Bürgerbeteiligung an was? Bürgerbeteiligung am Ostfeldzug oder wie? Weltkrieg, ja. Weltkrieg! Ja, großdeutsche Lösung. Man muss ja nicht Hitler bemühen, aber jeder Politiker, der in Deutschland irgendwie zu was gewählt werden will und gefragt wird, ob er Bürgerbeteiligung und Transparenz gut findet, der wird ja sagen. Also, ich habe einfach ein bisschen so die Petri oder die Wagenknecht oder sonst wer. Also das würde jeder sagen. Das ist genauso wie vorhin dieses Ding mit den Alleinerziehenden und der Armut und so. Das kann mir auch keiner erzählen, dass irgendwer zum Politiker hingeht und sagt so, ja, hier, Armut bei Alleinerziehenden, sind Sie dafür? Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich dafür. Weiter, sie ist pragmatisch, sie ist völlig dem Zeitgeist entsprochen, sie ist transparenter als die meisten Piraten, als die meisten Politiker, die ich sehen werde, aber das wird gleich noch kommen. Beispiel Nummer 1 ist Zeitgeist, Ehe für alle. Sie stellt sich hin und sagt, ich bin ja nicht die Einzige, die sich damit schwer tut. Genau wie Hillary Clinton und alle möglichen also Leute. Stichwort Neuland. Also ich möchte mal sagen, wenn sie richtig so ein Pirat wäre, hätte sie die ganze, also Spiele in Deutschland werden ja zensuriert. Also wäre sie die Erste, wo das da weggetan hätte. Also, ja, auch dieses Beispiel, speziell dieses Beispiel Ehe für alle, ist schon wieder vollkommener Bullshit. Also die Piratenpartei hatte Abschaffung von Ehegattensplitting und dieses ganze Zeug, was da jetzt bei den Grünen da besprochen wurde, das haben die seit ewigen Zeiten im Programm stehen. Und dass homosexuelle Kinder adoptieren können und sowas, alles dieses Zeug, wo die Merkel sich dagegen ausgesprochen hat, ist bei den Piraten schon lange Konsens gewesen und auch bis heute noch. Also mal wieder vollkommener Humbug, was sie da erzählt. Ich habe ein Gefühl, die Ehe für alle ist noch nicht so weit. Da hat sie ein Gefühl, was bei den Piraten keiner hat. Völlig zeitgeistig liest man in jedem Feuilleton und sie hat sich noch... Bullshit liest man in jedem Feuilleton. Am Arsch liest man es in jedem Feuilleton. Warum mischt sie auch den Feuilleton? Rape Culture, Team Gina Lisa, alles ist Rape Culture, überall werden die Leute, die armen Frauen, das liest man in jedem Feuilleton. Warum misst sie dem Feuilleton eigentlich jetzt schon wieder bei, so viel Macht oder Gewicht bei? Mächtige Feuilleton, ja, das ist halt das, was die Leute alle erzieht. Ne? Das lesen die halt und dann wissen sie, wie sie sich verhalten sollen. Ja, aber weiß sie, wie viel Promille der Gesellschaft das Feuilleton lesen? Ja, ich weiß nicht, wie viel Promille die Gesellschaft wissen, was das Wort Feuilleton überhaupt bezeichnet. Aufgelassen zu sagen, naja, wenn sich der Zeitgeist ändert, dann können wir das auch ändern. Beispiel Nummer 2 ist Transparenz. Das ist die Seite bundeskanzlerin.de. Man kann nachvollziehen, wo sie war, wo sie hingeht, mit wem sie redet, wann sie redet. Ich tippe, realistisch gesehen sind das 90% ihrer Termine, die hier abgebildet werden. Vielleicht 80. Ja, das ist natürlich, aber steht auf die NSA-Webseite gehen. Ja, ja, super transparent, sie redet, die mit Frau. Wem sie redet. Die hat überhaupt keine Ahnung, wen die anruft und was da gar nicht was. Warum ist das auf November 2014 gestellt? So. Das ist das letzte Mal, dass die Merkel was gemacht hat. danach war weinen und sich überlegen, was man falsch gemacht hat, stand da dann hoch und dann wollten sie es lieber bleiben lassen wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Ja, sie ist auf jeden Fall die Beste in Transparenz. Aktionssitzung und so weiter. Man weiß, mit wem sie wann redet. Endet das was an ihrer Politik? Vor allen Dingen Fraktionssitzung, hat die gerade echt gesagt, da steht drin, wenn die Fraktionssitzung macht. Boah, geil.
das müsste man ja sonst, oh, das ist ja transparenztechnisch, also das muss man ja auf jeden Fall auch wissen und das steht ja auch sonst nirgends, ne, wenn die sich treffen. Ach, meine Güte, ey. Jetzt kommen wir hier, 218 StGB, Merkel schlug als Frauenminister und eine Reform des Abtreibungsparagrafen vor, dieser wurde politisch abgelehnt, jedoch entschied das Verfassungsgericht später quasi so, wie Merkel es vorgesehen hatte. Ja, geil. Beispiel Nummer 3, Abtreibungsparagraf. Angela Merkel war ja mal Frauenministerin, hat eine Reform vorgeschlagen. Die wurde aber dann abgelehnt und hier und da. Und dann gab es die CDU, hat einen Vorschlag gemacht, der war aber auch irgendwie blöd. Und dann fanden den ein paar andere CDUler auch wieder blöd. Ey, was blöd. Für ein Niveau ist das, auf dem die da referieren? Die Leute blöd ist auf jeden Fall auch ein politisch-sozialwissenschaftlicher Terminus, glaube ich. Ach, das war halt so ein Vorschlag. Ich sage jetzt auch mal nicht, worum es in dem ging, weil es tut ja nichts zur Sache. Ich will ja hier nur mein Ding durchbringen. Ja. Seriöses. Ja, ich habe einen Link. Genug. Ich habe einen Link da und Deutschland ist nicht mal in Top 10 von den meist transparenten Ländern in der Welt. Auf jeden Fall in 2014. Deutschland hat auch nicht diese Korruptionsverzeichnung von der UN unterschrieben als eine von wenigen Ländern. Und dann ging das Ganze vor das Bundesverfassungsgericht und am Ende wurde das vom Bundesverfassungsgericht beschlossen, was Angela Merkel vorgeschlagen hatte. Und da kann man meiner Meinung nach auch mal klatschen. Keiner klatscht. Das Bild habe ich einfach... Keiner klatscht, einfach keiner. Ja. Man kann. Man kann. Muss man aber nicht. Die hätte sich den Typ vom Mars ausleihen sollen. Please clap. Man kann auch mit den Fingern schnipsen, weil klatschen ist eh triggern. Jazz Hand. Ja, Jazz Hands. Oder so genommen, weil ich es mag, wie sie... Ne? Wie sie agiert und sie entspricht exakt dem... Wie sie agiert. Mark, wie sie agiert, warum bist du dann bei der linken Mädchen? Klatschen vor allen Dingen. Das ist so dieses... Angela Merkel, wie sie agiert. Manchmal da klatscht sie. Zeitgeist, den die Piraten nicht geschafft haben zu durchbrechen und ist damit einfach die bessere Piratin. Damit ist es erwiesen. Das kann auf jeden Fall. Okay, aber Leute, rein von der Struktur wissenschaftlich zu arbeiten, wäre doch vom Vorteil, wenn man die Punkte aufzählt, warum Merkel keine Piratin ist. Anstatt zu sagen, ja, das wäre so toll, wenn sie eine mitmachen würde. Ja, hätte man auch von unseren Zuschauern. Wer kann das Interessanteste in die Hand shoppen bei diesem Standbild? Kommt, ne? Macht da einfach einen Screenshot und dann schickt er uns auf Twitter eure besten Ergebnisse, was man der Julia in die Hand shoppen kann. Aber ja, ich glaube, es wird böse enden. Aber macht schon progressiv, würde ich sagen. Ja, sehr progressiv, also nix. Wir müssen auch noch erwähnen, dass wir keine Haftung übernehmen und ja. Wir wollen zwar richtig rare Julias haben. Aber nicht so Scankhand42-mäßig, so einfach nur einen Penis hinshoppen, das ist ein bisschen wenig. Wir wollen da schon was Interessantes haben. Ja, genau. Es wird darauf hingewiesen, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung aller Angaben ohne Gewährerfolgen eine Haftung der Herausgeber ist ausgeschlossen, Leute. Genau, das kleben wir einfach unten rechts drauf auf die Mail-Mails.